Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Angezockt. Wir wollen Concord anzocken. Ich habe jetzt hier schon zwei Videosequenzen gehabt. Aber ich musste halt hier noch ein bisschen einstellen und Monitor noch mal ein bisschen justieren. Weil die PlayStation bei mir irgendwie und der Monitor hier auf irgendwelchen komischen Einstellungen wieder war. Ich dachte, das liegt an der PlayStation, habe da HDR angepasst. Aber da lag es nicht dran. Also die Videosequenzen sahen ganz gut aus. Ich bin mal gespannt. Wir machen jetzt einfach mal eine Runde. Machen wir mal Training, damit wir so ein bisschen rinkommen. Bin mal sehr gespannt, wie das. Die Beta konnte ich ja leider nicht mitmachen. Da hatte ich keine Zeit. Ich habe auf meine Tochter aufgepasst, weil ich dann arbeiten musste. Welcome to today's VR exercise, Free Gunners. Ich habe dir ein paar Geschichten markiert. Siehst dir an. Also. Jabali liebt Volkskunst. Ping sie für ihn an. Spannendes Motiv. Begib dich zur Markierung. Versuch's diesmal schneller, ja? So, gar nicht sehen. Tu nicht so. Ich weiß, du willst runterrutschen. Tolle Moves. Ab zum nächsten Bereich. Zeit für die große Knarre. Zeig mir, was Schädelspalter mit dem Ziel da macht. Willst du weiterschießen, musst du nachladen. Zerstör die Ziele. Also das Setting wirkt schon mal ganz cool, muss ich sagen, wo ich jetzt hier durchrenne. Komm schon, steh nicht einfach rum.
Also dann, geht auf Position für das erste Ziel. Heute geht es nur um Waffen. Oh. Alle Ziele weg. Visier das Ziel jetzt an und triff ins Schwarze. Sehr schön. Erwischt. Rauchgranaten nützen dem Feind gar nichts, Theo. Nutze dein Visier, um Ziele auch im Rauch zu sehen. Ja, geschafft. Und jetzt schieß mit der Zweitwaffe auf das Ziel. Kommen wir zur Ausrüstung. Granaten bereit? Fang an, indem du deine Streugranaten wirfst. Starte den Schießstand dort an der Konsole. Okay. Ach, jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Sei bereit für Action. Also die Steuerung ist mir ein bisschen zu weit. Die kleine Pistole hat mehr Wumms als... Wenn du willst, versuch mit der Konsole noch mehr Punkte zu erreichen. Ansonsten triff dich mit Hamer. Was mit Hamer? Simulation lädt. Mach dich bereit. Berühr nicht die Laser, sonst löst du die Ladung aus. Ah, okay. Okay. Weiche im richtigen Moment aus, um Explosionen zu entgehen.
Das war jetzt. Weiche den Hindernissen aus und erreiche das Ziel. Okay, da nicht durch. Manchmal gibt es mehr als einen Weg, um ans Ziel zu kommen. Begib dich zur Markierung. Okay, probieren wir jetzt den Bogen aus. Halt ihn gespannt, lad den Schuss auf und schieß aufs Ziel. Genau durch. Zeit für was Neues. Setz bei dem Ziel deine Feuerwaffe ein. Ach so. Attacken gefallen mir besser als von dem, was ich eben gespielt habe. Mit dem Rot, mit dem Dings von. Oh, scheiße. Habt ihr das Rote nicht gesehen? Mit dem Springen und Gleiten und so, hier ist noch nicht so meins. Hier los, laut. Ach so. Doch nicht. Was, schon wieder? Ich hab doch den erst geladen. Achso, ja stimmt, da geht der höher. Ich komm mit dem Springen, das ist so nicht so meins.
Weil hier ist jedes Mal, dass ich, wenn ich beim zweiten Mal gedrückt halte, noch höher kann. Ja, wenn das macht, wenn das nicht macht, dann natürlich nicht. Das ist der Ausgang. Ja, wenn. Also das mit dem Bogen jetzt, das hat mir eigentlich besser gefallen. Rauberei, eliminiere Gegner in rasanter Respawn-Modi. Erobere Ziele und verteidige sie gegen gegnerische Teams. Machen wir erstmal das erste. Spiel läuft. Mal gucken. Mal gespannt, wie es ist. Ich habe so ja vom Weltfischen Himmelfisch bekommen in Concord. Gute Arbeit, willkommen in Concord, Galaxy, Odinasa, du bist jetzt Freerunner. Mit 16 verschiedenen Freegunners. Achso. 16 verschiedene gibt's. Das finde ich doch schön. Noch ein Haufen Informationen dazu. Finde ich gut. Ja, naja, okay. Das ist wenigstens noch eine gute Erklärung, kriegst du noch dazu, hoffen Informationen, das finde ich sehr gut. Erledigt die Gegner-Crew. Wir haben einen Ruf zu verteidigen. Ich bin doch ein Mensch, ich dachte, ich bin der Dicke. Ich werde definitiv irgendwen verbrennen. Hier lang! Okay, da kann ich nur springen, nicht gleiten. Platziere Kuppel! Die beste Heilungstechnik! Ich brauche Granate! Ach Mist. Ey, die Waffe braucht ja 3 Stunden zum Nachladen. Das ist ja nicht so pralle.
Ja, aber ich muss erstmal auch meinen Runner finden. Jetzt schon schneller vom Nachladen. Sturm bringt nicht so viel. Ach, jetzt habe ich den schon wieder. Ich wollte eigentlich einen anderen, na egal. Ah, der kann Doppelsprung, das ist gut. Ich muss mich erholen. Ich brauche Verstärkung. Aber die Knarre so an sich ist gar nicht mal so schlecht. Ah, Zielfernrohr, okay. Ah, da eigentlich ein Schuss, der ist dann halt eher kontraproduktiv. Die sehen auch echt komisch aus, die komische Tonne da oder so. Captain, los geht's!
irgendwie mehr Frauen als Männer da irgendwie mit bei. Also Alien-Frauen, meine ich. Die ist schnell, die ist gut. Nochmal, die ist gut. Das war's. Verloren. Oh, verloren. Ja, so Overwatch-mäßig und so. Overwatch habe ich jetzt noch nicht gespielt, aber. Es gibt ja mehrere davon, 4 gegen 4 und so weiter. Die Fähigkeiten und so, damit komme ich noch nicht ganz klar und manche steuern sich ein bisschen komisch. Ach, die ist das mit dem Bogen. Schwarz angezogen mit Goldgürtel, okay. Oder habe ich nicht Rauferei eben gemacht? Das hat man noch nicht. Dauert aber ziemlich lange. Scheint wohl keiner zu spielen. Also ich meine den Modi, meine ich. Also nicht das Spiel, ich meine den Modi. Ja, die Charaktere unterscheiden sich schon arg voneinander. Von der Geschwindigkeit, von den Fähigkeiten und so. Was, denke ich mal, vielen gefällt. Auch von den Waffen her. Ich kann sie garantiert auch noch leveln, logischerweise. Bin ja noch gerade immer Level 1. Man kann, falsch ausgedrückt. Man levelt sie ja noch und dann werden sie auch noch teilweise stärker. Und wie viel geht und so. Mal gucken. Also die erste Runde hat schon Spaß gemacht. Also mit Freunden zusammen im Team macht das bestimmt auch Gaudi. Es ist jetzt aber nichts, was ich jetzt wirklich jeden Tag suchten würde. So wie jetzt COD-Zombie-Modus oder wenn Astrobots draußen ist, Astro-Robots oder God of War oder so. Die Story, das habe ich ja gesuchtet, da 10, 11 Stunden am Stück gespielt, das ist ja kein Problem bei God of War. War ja so fesselnd. Oder Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West. Das ist eher so, ja, abends mal mit Freunden so in 2 Runden oder so oder vielleicht auch ein paar mehr Runden, schön im Team. Dabei ein bisschen rumlabern und Spaß haben. Da kann ich mir das gut vorstellen. Aber es ist jetzt nichts, was ich jetzt jeden Tag unbedingt vom Früh bis abends zocken wollen würde. Gut, das geht nicht. Thank you.
mir auch noch. Achso, wöchentlich. Da ist er. Haymaker hieß er, genau. Ich versuche jetzt noch einmal überleben. Weil links ist ja nur Übungsbereich und halt Ziel, Zeitrennen nochmal. Was haben wir denn? Freischalten auf Level 4, den kann ich noch nicht nutzen. Nutzen wir den halt nochmal. Gucken, ob es da jetzt schneller lädt. Ja, also den. Stützpunkte oder wie man dazu sagen möchte, erobern, das ist wohl nicht so beliebt. Also, anders kann ich mir das mit der Wartezeit nicht erklären. Ach, Hemika ist schon wieder weg. Jetzt habe ich jetzt keinen Ton mehr. Das ist ja wieder Ton. Lag an meinem PC. Nicht am Spiel. Weil ihr habt garantiert Ton gehabt. In der Zeit. In der Aufnahme. Halt doof, du hast immer nur ihn und Hemikas. Wenn du halt, so wie ich es gerne Hemika spielen wollen würdest, geht nicht. Oh. Von hinten kamen sie, die Schweine. Gucken, hat die noch eine andere, ob die eine andere Waffe hat. Nicht ob die eine andere Waffe hat, aber wenn nicht. Ne, die hat nur die eine. Oh, Scheiße.
gebe meine Kraft. Mit dem Heilen ist gar nicht mal so schlecht. Repariere Systeme. Zeitposition erkannt. Zeige den Standort des Feinds. Super Attacke bei der hier, ich nenne es mal Super Attacke, bringt wohl nicht so wirklich viel. Erstmal fit werden. Nachladen dauert immer so ewig und her, ey. Schlecht gewesen. So, dann würde ich jetzt hier nach 40 Minuten auch aufhören. Ja, wie gesagt, ich konnte jetzt nur den einen Spielmodus testen, den anderen braucht man Level 4. Das dauert jetzt, da müsste ich noch eine ganze Weile spielen, um das zu schaffen. Der hat nicht geladen, also da braucht man ewig. Aber es ist halt auch eine Basis, genau das gleiche wie jetzt, bloß dass man halt eine Basis einnimmt und nicht hin und her rennt. Ich finde schon,
ich verstehe schon, warum die Leute halt lieber das mit dem Hin und Her und mit dem Respawn machen. Das ist mir schon klar. Die Steuerung ist halt von Charakter zu Charakter unterschiedlich. Auch das ist klar, das ist bei den meisten Spielen so. Aber hier das mit den Waffen, also ich habe da rufgeballert und habe da nicht wirklich was erreicht und keine Zweitwaffe und also jetzt noch nicht. Und mit der Steuerung, mit dem Doppelhüpfen und was weiß ich, jeder kann nicht und dann da muss man sich erstmal zurechtfuchsen. Mit dem Großen und dem Kleinen und Doppelsprung und Gleiten und Einmalsprung und beim Doppelsprung noch höher und Gleiten. Das ist ja immer unterschiedlich. Die Waffen sind auch gewöhnungsbedürftig, wenn man halt von anderen Spielen kommt, wo man einfach nur zack, rufhorzen, fertig. Und die Nachladezeit teilweise, ja, wenn er halt an Tempo-Cola und sowas alle gewöhnt bist von COD, dann kann, oder nimm mal leeres Magazin, dann kannst du halt schneller nachladen oder brauchst gar nicht mehr nachladen. Das verwöhnt denn auf Dauer schon. Sonst so, das Gameplay war ganz cool, hat auch Spaß gemacht. Ich war jetzt alleine, ich denke mal, im Team macht es noch mehr Spaß. Aber ich weiß nicht, ob das reizvoll genug ist, dass sich das genug Leute kaufen. Weil es ist ja ein Fullpreistitel, es ist ja kein Free-to-Play. Da bin ich noch skeptisch. Noch wird auch nicht so viel geboten, zwei Modi. Da wird wahrscheinlich dann auch früher, später noch mehr dazu kommen. Mit Freunden macht das bestimmt Spaß. So war es für zwischendurch mal ganz cool, aber ich, wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass jetzt so mein Spiel ist, was ich jeden Tag 3, 4, 5 Stunden am Stück durchsuchte und dann ins Bett gehe abends oder halt mittags mal durchsuchte. Das ist eher so was für das Wochenende mit Freunden zusammen. Komm, lass uns mal eine Runde Concord machen. Ja, mit 2, 3, 4 Leuten und dann in 2, 3 Runden und dann wartet auch. Also das ist jetzt nicht was, was ich dauerhaft spielen würde. Da spiele ich eher andere Spiele. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht. So, ja, dann würde ich mich jetzt hier verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre natürlich ein Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Video oder im nächsten Video oder Livestream. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.